Servus Dragon Age Freunde! In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr den nächsten Emissier rekrutiert. Es handelt sich um einen Häuptling der Avar. Ihr habt seinen Sohn im Pfahlbruch getötet. Daraufhin hat er eure Burg mit Ziegen beworfen und ihr müsst über ihn urteilen. Wenn ihr die richtige Gesprächoption drückt, könnt ihr ihn rekrutieren. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen fanden wir diesen Mann, wie er die Feste angriff, mit einer Ziege. Häuptling Movren, der Niederträchtige. Er fühlt sich beleidigt, weil seine Avar-Brüder getötet wurden, nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten. Was sollen wir mit ihm machen? Wohin wollt ihr ihn schicken, um uns von seinem Gestank zu befreien? Fragt ihn, ob er weiterhin eine Gefahr darstellt, und im nächsten Dialogfeld wählt ihr aus, dass ihr ihn bewaffnet nach Tevinter schickt. Ihr seid ein Häuptling der Avar. Werdet ihr mit euren Angriffen fortfahren? Ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet, also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terraner töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. Unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis, Häuptling Movren. Doch das darf sich nicht wiederholen. Ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen, wie ihr tragen könnt, nach Tevinter. Dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut. Jetzt habt ihr ihn rekrutiert und er kämpft für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein.